In diesem Video stellen wir mit den Oki Weißtonerdruckern ES7411WT und ES9420WT Farbtransfers für dunkle Textilien her. Wir verwenden dazu das Forever Laser Dark Mediensystem, das aus einer A-Folie und einem B-Papier besteht. Das Motiv wird auf die A-Folie gedruckt. Anschließend legen Sie die A-Folie auf die sehr stark vorgeheizte Belegplatte der Transferpresse. Jetzt legen Sie das B-Papier auf die A-Folie. Damit es sich nach dem Pressen leichter abziehen lässt, ist das B-Papier etwas kleiner als die A-Folie. Decken Sie den Druck mit etwas Pergamentpapier und einer Matte aus ca. 5 Bögen Druckerpapier ab. Durch die Matte wird Wolkenbildung vermieden und ein gleichmäßiger Weißauftrag erreicht. Bei mittlerem Druck und ca. 160 Grad werden beide Medien für etwa 90 Sekunden miteinander verpresst. Mit einer gleichmäßigen Bewegung ziehen Sie das B-Papier von der A-Folie ab und versuchen die A-Folie dabei möglichst wenig von der Belegplatte abzuheben. Auf dem aufgedruckten Toner der A-Folie haftet nun die weiße Beschichtung des B-Papiers. Durch das Pressen tritt an den Rändern etwas weiße Beschichtung aus. Schneiden Sie daher Ihren Patch an den Rändern zu, damit die ausgetretene Farbe nicht auf das Textil übertragen wird. Pressen Sie den Patch bei mittlerem Druck und 160 Grad für ca. 30 Sekunden auf das Shirt. Legen Sie es anschließend zur Seite, bis es vollständig abgekühlt ist. Mit der hier gezeigten Rolltechnik entfernen Sie das Trägermaterial. Für ein mattes Finish und eine gute Waschbeständigkeit decken Sie den Druck mit Pergamentpapier ab und pressen nochmals für ca. 10 Sekunden nach. Suchen Sie immer aktuelle Tipps, Tutorials und Produktvorstellungen über Schneideplotter, Drucksysteme und rund um die Werbetechnik? Dann klicken Sie hier und verpassen Sie in Zukunft kein neues Video auf unserem YouTube-Kanal.